bisschen Wasser, viel braucht man nicht dazu, die beiden Brenner. Kann ich jetzt mal anstellen. So, jetzt die Schutzkleidung. Machen Sie erstmal die Brille. So, das Kettenhemd, wo ist das? Die Handschuhe. Jetzt müssen wir ein bisschen Geduld haben. Hier ein Aquarium mit kaltem Wasser gefüllt. Ich warte jetzt, jetzt sehe ich schon Wasserdampf aufsteigen, ist schon nicht schlecht. Es muss so richtig ordentlich Wasserdampf herauskommen. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das richtig halte. Schön dampfen, das ist wichtig dabei. Ich bin noch keine Übung mit dieser Art verfasst, aber mal schauen, wie es geht. Es ist auch ein großes Risiko, wenn man es zum ersten Mal damit. Das kann jetzt ein totaler Fehlschlag werden. Aber dafür habe ich die Kuh leider wissen nicht. Sieht doch schon gar nicht so schlecht aus, oder? Wollen wir es wagen? Sehen, was daraus geworden ist. So, was ist da passiert? Hat irgendjemand eine Theorie dazu?